Anke Engelke gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Erfahre hier mehr über ihre zwei gescheiterten Ehen und ihren aktuellen Beziehungsstatus. Anke Engelke, hat die Komikerin einen Partner? Anke Engelke legt viel Wert auf ihre Privatsphäre, insbesondere was ihr Liebesleben angeht. Bekannt ist jedoch, dass die Komikerin zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. 1994 heiratete sie den Keyboarder Andreas Grimm. Zwei Jahre später kam ihre gemeinsame Tochter Emma zur Welt. Die Ehe hielt jedoch nicht, seit 2005 sind Anke Engelke und Andreas Grimm geschieden. Noch als die Scheidung im Gange war, verliebte die gebürtige Kanadierin sich neu. Ihre Beziehung zu dem TV-Moderator Nils Ruf hielt jedoch nur wenige Monate. Anschließend war sie für vier Jahre mit Journalist und Moderator Benjamin von Stuckrad-Barre liiert, im März 2003 folgte jedoch auch hier das Liebesaus. Doch eine neue Liebe ließ nicht allzu lange auf sich warten. Am 21. Dezember 2005 feierte Anke Engelke nicht nur ihren 40. Geburtstag, sondern ging auch zum zweiten Mal den Bund fürs Leben ein. Doch auch ihre Ehe mit Musiker Klaus Fischer sollte nicht für immer sein. "2018 ließen die beiden sich scheiden, durch ihre beiden Söhne Aaron, Sternchen 2009, und Lasse, Sternchen 2005, sind sie jedoch für immer miteinander verbunden. Die Ehe mit Klaus Fischer war zugleich die letzte öffentliche Beziehung von Anke Engelke. Offiziell ist sie Single und alleinerziehende Mutter. Sollte die Comedienne sich jedoch noch einmal verlieben, ist auch eine dritte Hochzeit nicht ausgeschlossen. Denn trotz ihrer zwei gescheiterten Ehen glaubt Anke ganz fest an die Liebe. Der LOL, Last One Laughing Star findet heiraten super, wie sie einst im Interview mit NZZ am Sonntag erzählte, wenn die Menschen sagen, sie würden das Heiraten gleich lassen, weil das Scheitern dort inbegriffen sei, das wäre ja furchtbar. Liebe ist einfach groß. Anke Engelke, die Alleskönnerin, Komikerin, Schauspielerin, Entertainerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Fernsehmoderatorin, Anke Engelke ist ein wahres Multitalent. Geboren wurde sie am 21. Dezember 1965 als Anke Christina Fischer in Montreal, Kanada. Ihre TV-Karriere begann sie in den 80er Jahren zunächst als Moderatorin, ehe sie in verschiedenen Comedy-Sendungen in Erscheinung trat. "1999 bekam sie ihre eigenen Show Anke, auch das Comedy-Format Ladykracher wurde ein großer Erfolg. Die Wahlkölnerin ist außerdem erfolgreiche Synchronsprecherin und spricht unter anderem Dory in Findet Nemo. Seit 2007 ist sie zudem die deutsche Stimme von Marge Simpson von Die Simpsons. Auch ihre Filmografie kann sich sehen lassen.
Seit über 20 Jahren wirkt Anke in zahlreichen Filmen und Serien mit. Zuletzt war Anke Engelke beim Prime-Video-Format LOL, Last One Laughing zu sehen, welches sie einmal gewonnen hat. In der vierten Staffel der Comedy-Sendung trat sie zusammen mit Bastian Pastewka als Schlagerduo Jenny Mel auf. In erster Linie waren die Auftritte natürlich dazu gedacht, die anderen Teilnehmer zum Lachen zu bringen, dennoch zeigte sich dabei auch, was für eine begnadete Sängerin Anke Engelke ist. Doch damit nicht genug, die Alleskönnerin ist auch Podcasterin. In Free Hugs tauscht sie sich mit Blogger Riccardo Simonetti über das Showbusiness und ihren Alltag aus.